Handwerkerviertel. Hexer, benimm dich. Ich habe den Auftrag ausgeführt. Der Kairan ist tot. Gut gemacht. Diese Brille, ey. Stör den Künstler nicht beim Schaffen bei. Nur wenigstens um. Man merkt gleich. Ey. Such eine Gelegenheit, um weiter stromaufwärts des Pontos zu reisen. Wir hätten jetzt halt einmal das mit dem Frack noch. Bekehrende Erinnerung. Achso, ja, das war durch die Festung. Ich weiß aber nicht, wie man Fluss aufwärts weiterkommt. Wie steht's denn mit der Gastfreundschaft des Herrn Kommandanten? Leute wie er können uns helfen. Oder in Ketten werfen und Strom abwärts schicken. Er sagte mir, dass auf einer Barke Skoyatel festgehalten werden. Hat er auch gesagt, dass sie dort Kiaran Eb Esnilin, die rechte Hand Jorvets, gefangen halten? Nein. Statten wir ihm einen Besuch ab? Vielleicht weiß er etwas über den Königsmörder. Komm. In den Hintern kneifen, aber kein Trinkgeld geben. Okay. Ein Benehmen ist das. Ja, lauf mal vor, Triss. Meine Hübsche. Hey. Meister, was ist in den Kisten da? Die Schätze des Königs Frieda. Ich finde Triss so toll. Was wollt ihr hier? Mit dem verwundeten Gefangenen sprechen. Sehr witzig. Los, seht zu, dass ihr Land gewinnt. Kommandant Loredo schickt mich. Ich soll ihn gesund machen. Wer bist du? Eine Heilerin. Kommandant Loredo würde wohl kaum einen Elf behandeln lassen. Es geht hier um Jorvets Stellvertreter. Umso besser, soll ihn der Schlag treffen. Wenn er stirbt, ist er nicht mehr von Nutzen. Jorvets Stellvertreter kann über alles Mögliche informiert sein. Loredo will nicht, dass er sein Wissen mit ins Grab nimmt. Deshalb hat er mich geschickt. Ich bin eine Heilerin. Von mir aus aber versucht ja keine Mätzchen. Nein. Wir doch nicht. Das würden wir niemals versuchen. Die Schnauze da unten. Guck, der Fieberkranke schläft. Den haben sie ja zugerichtet. Er hat etwa ein Dutzend Brüche. Ich brauche deine Hilfe. Was soll ich tun? Der Zauber ist sehr schmerzhaft. Wenn er sich sträubt, könnte ich ihn töten. Dann stelle ich ihn mit dem Axi-Zeichen ruhig. Genau. Wach auf, du Arsch! Wirst noch früh genug. Die Schnepfe ist ja ganz nass. Hey, Schnepfe! Wirst du bei meinem Anblick feucht? Diese Sprüche, ey. Schnepfe, bald steigen wir zu dir runter. Mist. Das klingt aber nicht gesund. Konzentrier dich, du bringst ihn noch um. Ja. Das ist das Spezialgebiet eines Hexers. Versuchen wir es nochmal. Okay. So, jetzt aber. Das wird nichts. Da kannst du lange warten, du Hurensohn. Ich bin kein Verräter. Er fantasiert. Fahrt gern. Wo bin ich? Auf der Gefängnisbarke in Flotsam. Auf der Barke der Verdammten. Dann ist es aus mit mir. Wir haben dasselbe Ziel. Wir kämpfen gegen Kommandant Loredo. Ich habe einmal einem Deune vertraut. Einmal zu viel und nie wieder. In einer der freundlichsten Skoyatellen. Mhm. Ohne uns wärst du qualvoll gestorben.
Ohne euch Däune wäre ich gar nicht hier. Ach, komm. Da ist ein Hexer in Jorvets Abteilung. Und wie jeder Däune hat er sich schließlich als Abschaum erwiesen. Was ist geschehen? Er hat uns verraten. Wir haben uns getroffen, wo die Rosen der Erinnerung wachsen. Er hat mir eine Abmachung vorgeschlagen. Ich hätte es wissen müssen. Rosen der Erinnerung? Ja, die letzten. Er dachte, für das Kommando über die Truppe würde ich den eigenen Bruder verraten. Da lag er falsch. Und es kam zum Kampf. So etwas habe ich noch nie gesehen. Kein Mensch kann sich so schnell bewegen. Ein Massaker. Hexer. Ich war der Erste, der zu Boden ging, deswegen lebe ich noch. Ich wäre verblutet, hätten Loredos Männer mich nicht gefunden. Leto wird Jorvet töten. Und dann zerfällt alles. Viele Opfer, so viel Leid und alles umsonst. Leto ist der Königsmörder? Ja. Was nützt dem Däune Jorvets Tod? Er hat uns eben benutzt. Und als Jorvet nicht mehr nützlich war, ich weiß nicht, was er eigentlich will. Was will Jorvet? Warum gerade Flotsam? Fick doch deine Faust! Alter! Jetzt bin ich der Einzige, der ihn warnen kann. Sprich. Wir sind trotzdem freundlich. Etwas Wesentlicheres, Hexer. Flotsam ist erst der Anfang. Wir sind keine Banditen. Wir kämpfen um die Freiheit. Wenn die Zeit gekommen ist, nimmt Jorvet die Herausforderung an und wir ziehen aus dem Wald in die Schlacht. In welche Schlacht? Noch das eine. Das hat er nicht gesagt. In dem Fall erfahre ich es von Jorvet persönlich. Das will ich sehen. Wir haben, was wir wollten. Und jetzt? Jorvet. Und wenn Jorvet es schon weiß? Dann erinnere ich ihn an das alte Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Warne ihn, Gwynblade. Jorvet kämpft, weil er das am besten kann. Er ist ein Enseide, ein echter, freier Enseide. Einer der Letzten. Dieser Kampf hat einen Sinn, jetzt mehr denn je. Es gibt noch Hoffnung. Wovon redest du, Kiaran? Was für Hoffnung? Auf Veränderung, auf ein besseres Morgen. Ich werde es nicht mehr erleben. Sie bringen mich auf diese Barke und dann gehe ich hin, wo die Apfelbäume blühen. Aber ihr müsst Jorvet warnen. Yennefer sagt, dass Ciri von uns gegangen ist. Okay, das sind Nippel. In einer besseren Welt lebt. Alter. Zuvor hat sie uns die Malus-Insel geschenkt. Unsere Insel. Wir verlieren das Zeitgefühl. Etwas unnatürlich. Die Geister der wilden Jagd für unbesiegbar. Sie rasen über den Himmel, Schwerter aus Blitzen und bleichen Händen. Sie entführen immer wieder Menschen, die dann ihre Reihen verstärken. Sie verbrennen den Obstgarten und die Hütte und zertrampeln unsere Insel. Sie entführen Yennefer. Ich muss sie retten. Zurück in die Wirklichkeit gelangen. Auf den Weg des Hexers. Geralt, ist dir nichts geschehen? Ich war auf der Malus-Insel, in den Nebeln. Nach dem Pogrom in Riva. Ciri hat Yennefer und mich dorthin gebracht. Dann haben diese gespenstischen Reiter Yen entführt. Und ich habe sie verfolgt. Aber... Triss, es ist wichtig. Ich spüre, dass alles zusammenhängt. Als mich die Hexer vor einem halben Jahr halb tot bei Kaer Morhen fanden, hatten mich diese Reiter gejagt. Sie haben mich auch in der Vorstadt verfolgt. Und in Vysimar, als ich den Großmeister getötet hatte. Nun weiß ich, dass das kein Zufall war. Kiaran sagt, dass hier die Rosen der Erinnerung wachsen. Cedric hat sie auch erwähnt, wenn das stimmt. Momentan sollte ich Jorvet im Walde suchen und keine Blumen. Könnte ich dir dein Gedächtnis zurückgeben? Was? Wirklich? Es sieht ganz so aus. Was auch immer deine Erinnerungen blockiert, es wird schwächer.
Mit einem einzigen Blütenblatt einer Rose der Erinnerung könnte ich die Barriere vermutlich sprengen. Diese Blumen sind sehr mächtig. Dann muss Jorvet warten. Soll ich mitkommen? Das würde mich freuen. Dann brechen wir auf. Cedric erwähnte jetzt, wenn ich alleine gehen würde. Beim Wasserfall im Wald. Lass uns dort anfangen. Wenn Bring ich uns die hin. Wahl habe, mit Triss zu gehen, ne? Endlich die Schnauze da unten. Guck, der Fieberkranke schläft. Wach auf, du Ass. Du wirst noch früh genug ewig schlafen. Die Schnepfe ist ja... Schnepfe, wirst du bei meinem Anblick feucht? Huch. Triss, wie kommst du? Also ich meine ja nur. Vorgetriss, ja, aber Triss kommst du wieder hinterher. Was für eine Prämie gibt es? Ja, okay. Ist die Arbeit schon fertig? Nein. Noch nicht. Dann aber los. Also die Rose der Erinnerung. Also ich würde ja den Akt gerne noch durchkriegen, aber ich weiß nicht, wie lange dieser Akt doch dauert. So, rein zeittechnisch. Der erste Akt wäre halt schon nicht so nice. Ah, jetzt läuft es auch mal vor. Und speichern. Und der Stab. Wie ich einfach mal schneller als Triss bin fast. So. Auf voraus. Den bitte nicht gegen die Felswand laufen. Bringt uns so bedingt weiter. Mir scheint, das ist es. Der Wasserfall, der Menhir. Gehen wir den Weg dort drauf. Komplizierter konnten sich die Elfen das Leben wohl nicht machen. Mitten im wildesten Wald Gärten anlegen. Mecker nicht. Ist nicht mehr weit. Hier nach oben. Hier waren wir tatsächlich schon einmal. Cedric hat mir eine schöne Legende über diesen Ort erzählt. Kommt das mit Elfenlegenden da sind glaube, meistens die mit schön. Die Wirklichkeit allerdings weniger. Zu guter Letzt. Wir werden es bald erfahren. Abreise. Okay, also gar nicht mehr so viel, ne? Na komm. Wir versuchen es, das noch durchzukriegen. Und dann hören wir zu Beginn von Akt 2 an. Wieso die Zeit immer weiter nach hinten rutscht? Und also wir versuchen wirklich den ersten Akt noch und dann... Habe sogar Francesca Finderbeers übertroffen. Und die soll ja die wie gesagt, muss morgen halt echt früh raus. Aber das, trinkt zu viel. Das versuchen wir jetzt er auch. Er hat die Sehergabe. Wenn er nicht ständig saufen würde, könnte er lernen, sie zu beherrschen. Aber er säuft ja gerade, weil er keine Visionen will. Kann ich sogar verstehen. Oh, schau, dieses Paar. Wunderschön. Ich verstehe nicht, wie die Elfen so grausam werden konnten. Der mit der Narbe war randvoll mit Hass. Du siehst doch hier, wie viel sie ver... Triss. Cimurils Rose der Erinnerung. Nach der Legende braucht sie einen Tropfen Blut, sonst stirbt sie. Verkaufen darf man sie auch nicht. Aber wenn du sie jemandem schenkst, den du liebst, lebt sie ewig. Sie soll dein sein. Geralt. Du sollst sie haben. Ist an der Legende etwas dran, überlebt sie auch mit weniger Blütenblättern. Danke. Diese Statue meine ich, Glatzkopf. Lasst euch nicht stören. Die Orens werden für einen ganzen Monat im Puff reichen. Oder anderthalb. Woher hat die alte Vettel bloß so viel Geld? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Erst diese Riesenhütte, dann noch Statuen im Garten. Was macht so ein Burgvogt eigentlich genau?
Hey, Scheiße, das kriegen wir ja gar nicht weg. Am Stück wohl nicht. Hauen wir die Beine und die Köpfe ab und schmeißen alles nacheinander auf die Karre. Schlag deinen eigenen Kopf ab, Trottelgesicht. Maul halten, Tussi. Eien. Auf sie! Auf die Anderlinge! Als Muffel. Ich habe vielleicht das Zeitgefühl, wir dauern schätzen jetzt circa eine Stunde bis eineinhalb. Wir können auch schneller gehen. Wir versuchen es einfach. Und wenn ich merke, dass es zu spät wird, dann machen wir einfach einen Cut. Dann machen wir es halt nächsten Mittwoch weiter. Wäre ja auch kein Problem. Pass auf! Es darf nur nicht bis 2 Uhr gehen. Das wäre so ein bisschen... Die Enseide haben solche Komplexe gebaut, bevor noch die ersten Schiffe der Menschen das Ponta-Delta befuhren. Die Elfen besitzen eine Empfindsamkeit, die den Menschen fehlt. Was für ein Reinfall. Offenbar sitzen wir fest. Mhm. Irgendwo muss ein Ausgang sein. Mhm. Du starrst so, habe ich was im Gesicht? Mhm. Was tut sich in deinem Schädel, Hexer? Ich glaube, ein Bart könnte dir nicht schaden. Dir auch nicht. Da hat doch keiner was gegen, oder? Also ich meine ja nur so rein... Reitverbot. So möchte ich mich aber auch mal aussehen können. Wenn ich mein Bücke einfach so dick. Ach ja. Da hat's aber einer eilig. So kann man es sich auch gut gehen lassen, ne? Eine Hexerklinge. Leto kommt gerne hierher. Viel besser als Titanic und Vorletzte. Aber im Moment ist er nicht da, also können wir wieder gehen. Sie haben uns die Geschichte von Eldan und Zymoril gestohlen. Besser als Twilight auf jeden Fall. Erinnerung stehlen. Sie haben daraus ein schwachsinniges Märchen gemacht. Ein verwunschener Wald und ein entzückendes Elfenpärchen, das darin lebte. Bis dann ein Menschenprinz erschien auf einem milchweißen Ross. Bloide Däune. Wir Einzelne wissen, wie es war. Grenzenlose Hingabe, Aufopferung und Leidenschaft. Die Legende sagt, dass die Seufzer jener Liebenden in diesen Stein gebannt sind. Und nur Verliebte können sie hören.
Dass sie das Gestöhnen nicht hören. Singende Büsche, seufzende Steine, typischer Elfenquatsch. Also aber trotzdem Schiss. Ach du Scheiße. Wir sollten öfter spazieren gehen. Für ein Weilchen habe ich Flotsam, die Eichhörnchen, den Königsmörder und die ganze Welt vergessen. Was nicht gerade für die Welt spricht. Und Schiss, ich brauche Zeit, um den Zauber vorzubereiten. Ich glaube, der hat da dann auch nochmal andere Gedanken. Was machst du inzwischen? Mich mit Jorvet treffen. Wäre schön blöd, wenn du dich jetzt kalt machen ließest. Was meinst du damit? Du hast dein Gedächtnis bald wieder. Das wird dir die Perspektive zurechtrücken. Wir werden erfahren, was mit Yennefer geschehen ist. Das will ich gar nicht wissen. Hinschmeißen? Zu Roche sagen, war nett mit dir, mein Bester, aber ich gehe dann jetzt mal. Das könntest du. Du schuldest ihm nichts. Ich mache mir Sorgen, dass du da unwiderruflich in etwas hineingerätst. Ja, das wäre ja nicht neu. Ist ein ausgekochter Fuchs. Der kämpft schon ewig gegen die Menschen. Und Leto ist auch nicht irgendein Schlagetod. Ich will gar nicht wissen, wer hinter ihm steht. Das ist Treibsand, Geralt. Du wirst feststecken, ehe du merkst, dass du drin bist. Ich bin schon drin. Du musst wissen, dass ich zu allem entschlossen bin, um Yennefer zu retten. Das schulde ich dir und ihr. Höfisches Leben, Politik, Königsmörder, ich bin bereit, alles hinzuwerfen. Ich würde sogar in Kaer Morhen leben. Es hängt von dir ab. Triss. Lass mich ausreden, ein zweites Mal schaffe ich das nicht. Wenn du allein gehen willst, verstehe ich das und stell dich nicht zur Rede. Was die Zukunft auch bringt und was auch immer in meinem Kopf schlummert, ich will dich nicht verlieren. Sonst wäre ich ein undankbarer und sträflich blöder Volltrottel. Das ist lieb, ich danke dir. Kehren wir also dem Königsmörder und Roche den Rücken und kümmern uns um unsere eigenen Angelegenheiten? Ja, genau, und damit beenden wir Witcher 2. Nein, es geht nicht. Ich möchte weggehen, aber zuerst muss ich mich von diesem Verdacht befreien. Volltests Leute und die Prämienjäger lassen mir keine Ruhe. Das ist kein Leben, wie ich es mir für dich und mich wünsche. Und ich hätte das Gefühl, dass wir kapituliert haben, als wir noch hätten handeln können. Dass wir geflohen sind. Wir haben noch nicht verloren. Entscheide, wie du willst. Du kannst auf mich zählen. Ich brauche ein paar Tage für die Vorbereitungen. Ich werde Soltan nach Jorvet fragen. Wenn die Rechnung mit dem Königsmörder beglichen ist, kommen wir auf das Gespräch zurück. Okay. Buch der wilden Jagd und noch einige andere Sachen. Reuter. Geralt! Ein Glück, dass du hier bist. Geralt! Ja. Oh, hi! Ja, gut, dass du nur. Jetzt erst kommst. In Ordnung? Hübsch hier. Hübscher ja, ne? Keller. Kann man nichts dagegen sagen. Sehr angenehm. Wie hast du uns gefunden? Leute zu finden, ist mein Spezialgebiet. Gut, dass er nicht 10 oder 15 Minuten eher da reingeplatzt ist. Von Skoyatel. Würde ich mal so sagen. Sprich mit Soltan über die Skoyatel. Ja. Vernon, könntest du mich... Danke. Würde dann doch gerne hier einmal rausgehen. Ich mag dann doch nicht so die dunklen, düsteren Keller. Soltan, natürlich. Den ganzen Weg da wieder zurückgehen. Wäre ja auch zu einfach. Okay, dann haben wir jetzt zumindest das Ding mit Soltan. Also sind wir bei dem Ding mit Soltan. Das ist doch vor halb. Denken wir den Gut in der Zeit. Je nachdem, wie lange wir jetzt mit für die Sache mit Soltan da brauchen. Das mit Leto könnte sich halt in die Länge ziehen, ne? Wobei, wenn es so gut läuft wie mit dem Kairan. Ich möchte ja nichts vorher prophezeien. Weil das Ding mit Leto war halt echt. Hui. Weil es könnte. Ne? Es könnte. Der Kampf war doch hier im ersten Akt doch, ne? Ja, kann man mit Leto auch echt haben, ja. Ich glaube, dafür habe ich sogar noch länger gebraucht als für den Kampf mit dem Kairan.
ich gehe gerade komplett falsch. Ja. Ja, einfach mal komplett falsch. In die Richtung. Also ich schätze mal so, für den Kairan hatte ich damals 1,5, 2 Stunden gebraucht. Pi mal Daumen. Ich glaube sogar 2,5. Für das Ding mit Leto hatte ich fast 4 Stunden, glaube ich, gebraucht. Inklusive einer Streampause. Ich glaube, das hatte ich gar nicht an einem Abend gemacht. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz so sicher. Müsste ich in den Stream von damals immer reingucken. Auf Jorvid. Speichern. Auf und die Eichhörnchen. Wer auch immer die Eichhörnchen genannt hat. Also wie gesagt, wenn das mit Leto recht easy von der Hand geht, dann... dann könnten wir es eigentlich schaffen. Noch rechtzeitig. Eine Sache müssen wir da rein? Spuck's auf. Ja. Seht mal. Sultan, ich habe eine Bitte an dich. Raus damit. Ich habe gehört, dass du die hiesigen Skoyatel kennst. Hat er seinen Hohlkopf mit Helm etwa so behauptet? Ich muss Jorvid sprechen. Meine Beziehung zu den Skoyatel ist etwas komplizierter, als du denkst. Jorvid kann mich nicht leiden. Wieso willst du ihn sprechen? Er weiß, wo der Königsmörder ist. Jorvid? Ich habe ihn immer für einen gewöhnlichen Schurken gehalten. Sitzen wir uns hier nicht den Arsch platt. Den Rest erzählst du mir unterwegs. Okay. Für uns, Sultan. Wer hat eigentlich behauptet, dass ich Kontakte zu den Skoyatel habe? Loredo. Scheiße. Deshalb wollte er dich aufhängen? Wegen Ränke mit den Eichhörnchen? Alle Teufel, welche Ränke? Ich habe mich mit einigen getroffen. Das sind doch keine Ränke. Was weißt du über den Anführer? Es heißt, Jorvid sei verrückt, aber die Skoyatel gehorchen ihm wie der eigenen Mutter. Der Hurensohn weiß, was er will. Geralt, kommst du oder nicht? Ich bin vor dir. Geralt, kommst du oder nicht? Ich bin 3 Kilometer vor dir, aber ey. Der edlere Drecksack von beiden. Ach, weil er dich aufknüpfen wollte? Er wiegelt die Einwohner gegen die Anderlinge auf. Es geht das Gerücht, dass er etwas mit dem Königreich von Kaedwen ausheckt. Geralt, kommst du oder nicht? Ja. Ich bin hier vorne. Könnten Sie bitte hier nach vorne herkommen? Worauf spekuliert er? Mammon, Kaedwen verleibt sich gerne die nächsten Ländereien ein und gibt nur Privilegien. Komm, wir haben noch ein ordentliches Stück... So wie er läuft, speichere lieber nochmal. So dann. Ich hasse es, wenn man Charakteren folgen soll. Die laufen eh nicht so, wie man... Wir müssen tief hinein in den Wald. Hoffentlich haben sie die Losung nicht geändert. Geh du weiter. Du kennst das Losungswort? Was spielst du da, Sultan? Du weißt doch, dass du mir vertrauen kannst. Ja, aber die Skoyatel haben mir die Führung eines Kommandos angetragen. Wir sind da. Hier habe ich mich mit ihnen getroffen. Ich weiß. Sie zielen auf uns. Wie? Nett. Also, Geralt, du bist ja wachsam wie ein Kranich, aber jetzt übertreibst du. Sag die Losung. Wem? Beeil dich, sie sind ungeduldig. Kierkegaard! Brüll nicht so. Was sucht ihr hier? Gegenlosung. Heidegger, ich hab dich was gefragt. Gegenlosung. Bring uns zu Jorvid. Wozu? Wollten wir mit dir sprechen, würden wir nicht nach deinem Anführer fragen. Der will aber nicht mit euch sprechen. Das kannst du gar nicht wissen. Verschwindet, solange ihr könnt. Ihr zwei wollt uns erschrecken? Da sitzen noch 4 auf dem Baum. Wie kannst du das wissen? Ich höre sie atmen. Einer von ihnen ist krank oder hat Fistech genommen. Woher weißt du das? Er pfeift beim Luftholen. Na, da sinken euch wohl die Elfenpinsel um. Wir wollen nur mit Jorvid reden. Wartet auf der Lichtung. Du weißt schon wo, Zwerg. Ich leite die Nachricht an Jorvid weiter. Ach, mach doch, was du willst. Komm, Geralt. Ich weiß, was die Pinsel da im Schilde führen. Ich war schon mal hier. Das ist ein Necker. So. Gehst du jetzt voraus? Ja.
Ah, kommt da nicht diese große Krabbspinne? Gleich? War da nicht irgendwas mit dieser Krabbspinne? Gegen die man dann auch noch kämpfen musste? Okay, Spiel gespeichert. Da. Dort unten wütet dieses Ekelzeug. Ja, okay. Genau da, wo wir auf Jorvet. Aber die Krabbspinne ging mal nicht. Eben. Was machen wir? Krabbspinne war nicht so das Problem. Ich habe lange mit keiner Krabbspinne gekämpft. Ich noch okay, nie. Okay, da ist die Antwort. Mal. Und das bereue ich gar nicht. Dann warte auf mich. Hältst du mich für einen Schlappschwanz? Die Krabbspinne war in Ordnung. Denke ich. Wahrscheinlich kriege ich jetzt einmal so sehr verarscht versucht. Erik, kannst du diesen kleinen Pups aber nicht einmal alleine machen? Krabbspinne! Hallo! Von dieser Stelle haben die Elfen gesprochen. Aber was sich da nähert, das ist kein Elf. Kümmer du dich drum. Hallo! Die Ungeheuer sind nicht mein Spezialgebiet. Du stinkst vielleicht. Warum bin ich so blöd? Na, wobei aushaltlich ist es schon einiges. Gut, dass ich kein Feuer mag. Bin jetzt dankbar, dass diese richtigen Spinnen erst in Witcher 3 kommen. Hier habe ich noch so eine Gnadenfrist. Ich muss einfach mal in die Ecke bringen. Und tschüss. Easy. Wobei die war echt easy. Nette Vorstellung, Gwynblade. So viel Mühe machst du dir, obwohl dich ein ungleicher Kampf und der sichere Tod erwarten. Und das aus deinem Mund. Was willst du von mir, Fatgern? Red schnell, bevor ich euch beide töte. Leto hat dich verraten. Er wollte sich mit deinem Gefährten Kiaran verständigen. Kiaran Ebb Esnilin ist tot. Seine Krieger sind vor 2 Wochen in einem Hinterhalt gefallen. Lügen haben kurze Beine, Gwynblade. Auf der Barke ist er. Verwundet, aber am Leben. Er hat sich Leto widersetzt und seine Abteilung hat dafür teuer bezahlt. Wenn das wahr ist, wird der Däune sterben. Dein Wort allein genügt mir aber nicht. Der gedungene Mörder hat sich also als Verräter entpuppt. Vorläufig steht nur sein Wort gegen deins. Wer ist er, dass du ihm so blind vertraust? Ein Däune, der die schmutzigen Angelegenheiten der Skoyatel erledigt? Einer, der bereit war zu tun, was zu tun ist. Einer, der gezeigt hat, dass niemand unverwundbar ist. Was willst du eigentlich, Jorvet? Das kannst du nicht verstehen. Du hockst in den Wäldern, ermordest Reisigsammler, kaust Wurzeln. Wir leben nach unseren eigenen Prinzipien. Wir tun, was wir tun müssen. Was erwartet dich am Ende des Weges? Geralt, was geht's dich an? Eshet Fatgern, du hast alles Ebb Arze. Ich hab nicht alles Ebb Arze. Mein Leben hängt gerade von deiner Laune ab. Drum bin ich neugierig. Nur so viel. Die beiden Könige, die getötet wurden, waren 2 ausgemachte Hurenböcke, die noch das Todesurteil ihrer Kinder unterschrieben hätten, um an der Macht zu bleiben. Aber im Osten gibt es jemanden, der die Krone verdient. Was denn? Du vertraust diesem Mörder weiter? Wenn du mich anlügst. Wenn ich lüge, hat Kiaran auch gelogen. Also prüfen wir das. Mal sehen, was Leto zu deinen Enthüllungen sagt. Wo ist er?
In den Ruinen von Kalmarvet. Was immer er da treibt, er scheint den Ort zu mögen. Das Kommando gibt uns Deckung. Seid ihr bereit? Warum wolltest du Foltests tot? Foltest konnte den bezaubernden Menschen mimen. Doch wer war er wirklich? Er ließ zu, dass die alten Rassen in Temerien verfolgt wurden. Er war wie alle Deune. Doch bedeutet sein Tod viel mehr. Wir treffen uns dort. Ich muss mich vorbereiten. War Fail, Gwynblade. Und keine Tricks. Ich bin mit dir hergekommen. Ich kehre auch mit dir zurück. Nein, Sultan. Deine Anwesenheit könnte Verdacht erregen. Okay. Wenn du meinst, lass dich nicht schaden. Also, Grabspinne. Kann ich die noch looten oder ist das ist bei Loot... Nee, mein Loot ist noch da. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass sie hier noch mein Loot geklaut haben. Das finde ich in manchen Spielen nämlich echt ätzend, wenn man dann gerade so einen Kampf hinter sich hat, dann kommt die Katze und dann ist der Loot weg. Du denkst ja nur so, euer Scheiß, ernst? Okay, die Kopfspinne hat nicht viel besessen. So. Also, jetzt kommt dann ja nur noch das mit Leto, sozusagen. Also, es sind jetzt so, ich glaube, eine knappe halbe Stunde ist vergangen. Also, du könntest mit der Stunde recht haben, Britting. Je nachdem, wie lange der Kampf jetzt halt dauert. Und alles am Ende. Also mit der Stunde könntest du definitiv recht haben. Aber mal gucken. Jetzt schauen, wie der Kampf mit Leto wird. Bisschen Bammel habe ich. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich auch. Ohne Witz. Da vorne ist es. Ah. Erstmal Chemie. Verstärkt Blutungen. Wertes. Sämtliche Resistenzen. Da haben wir mal zwei von. Dazu brauche ich nicht. Erhöht Schwertschaden. Rechenintensität. Ich weiß, wir können nicht alles nutzen, aber das ist... Da haben wir trotzdem erstmal was. Einnehmen.